So, ein herzliches Hallo hier in der Volleyball Arena Schwerin. Ein toller Frühlingstag. Es sind draußen in der Sonne über 22 Grad, im Schatten 15 Grad. Schwerin lässt grüßen. Natürlich nicht der beste Tag, um nach Volleyball zu schauen. Und wenn man auf die Tabelle guckt, hier heute Sinsheim auf Tabellenplatz 12 zu Gast hier beim Schweriner Sportclub auf Tabellenplatz 1, heißt es nur, heute zählt für den Schweriner SC ein Sieg, ein 3-0 wird erwartet. Der Schweriner Sportclub muss sich natürlich auch beim Dresdner SC bedanken, die in der Woche gewonnen haben gegen unseren Mitverfolger, gegen Wiesbaden mit 3-0. Und natürlich sind wir jetzt gefragt, weil wir einfach dann auch die Ergebnisse mitnehmen wollen. Und heute ein 3-0 ist Pflicht, das habe ich schon gesagt. Tore Alexandersen hängt zurzeit fest in seiner Heimat in Norwegen. Der isländische Vulkan macht ganz Europa oder weltweit für Furore. Und so darf unser Trainer heute hier nicht auf der Bank sitzen. Und da haben wir natürlich unseren Ersatz. Das werden wir Ihnen ja vorstellen. Ansonsten kann ich Ihnen heute nur viel Spaß wünschen. Wir werden uns auch während des Spiels hier nach jedem Satz melden. Und wir hoffen, dass der Schweriner SC heute seiner Pflichtaufgabe nachkommt. Ein 3-0. Und dann sieht die Sache wieder rosig aus. Und wir sind auf dem Weg zur deutschen Meisterschaft. Hier live heute, kurz vor Spielbeginn, aus der Arena Schwerin, Stefan Schubert. Wir melden uns gleich. Bis tschüss. So, meine Lieben, es ist soweit. Wir begrüßen heute hier zum Spieltag zu Gast beim Schweriner SC SV Sinsheim. Möchte man einen herzlichen Applaus haben? Und los geht's! Franziska Bremer, die Nummer 1, Monika Marau, die 2, Anne Vorsatz, die 3, Katrin Neumeier, die 4, Ben Slack, die 5, Lorgas, Amina Spoller, Jule Schneider, die Stilero, Vivian De Jesse Paganista, die 10 und Natalia Adamovic, die 11, Julia Pries, die Nummer 13 bei unseren Gästen SV Sinsheim. So, und jetzt haben wir natürlich was ganz Besonderes. Gestern hat er Geburtstag gehabt, heute hat er seinen Namenstag. Trainer Rudi Sonnbichler, unseren herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Er ist 20 geworden, das sagen wir nochmal. Alles klar. Und sein Co-Trainer ist Jürgen Vorsatz. Jetzt stelle ich noch das Schiedsrichter-Team
Team vor. Und da begrüßen wir als erster Schiedsrichter fungiert heute Ansgar Gur. Mit einem Applaus. Genau. Seine Assistentin Frau Ute Fischer und an den Linien assistiert Malte Ramin und Börger Jensen. So, das so zu dem Thema. Und alles präsentiert Ihnen heute die Schweriner Wohnungsbaugenossenschaft. Das Spiel Schweriner SC gegen SV Sinsheim. Bis gleich. Dass ich das Kommando gebe. Aufgestanden, das Spiel beginnt. 17. April, 18 Uhr und eine Minute. Und ich erwarte jetzt von Ihnen einen stimmungsvollen Auftakt. Auf geht's! Das kann ein bisschen lauter sein, so ein bisschen ganz schön leise. Das ist der erste Punkt von unseren Gästen, SV Sinsheim. 1 zu 3.